Hallo ihr Querlinge! Weiter geht's mit dem Angespielt von Dawn of Defiance. Zwei Tage ohne Kamera, weil die spinnt gerade. Und wir wollen jetzt mal hier hinter dem Felsen in Richtung Osten. Da pulsiert ja von unten so eine Lichtsäule in den Himmel. Das wollen wir uns mal anschauen. Und da ist ja auch so ein weißes Fragezeichen in 160 Metern Entfernung ungefähr. Vielleicht ist es ja das Gleiche. Ansonsten haben wir hier den Tempel von Hekate. Und dafür müssen wir drei Orte der Macht triggern. Und wie genau das geht, wissen wir nicht. Kommen wir hier denn rüber über diesen... Geht das? Kommen wir hier... Geht das irgendwie? Okay. Nicht wirklich gut, hä? Ausdauer? Nee. Doch, hier geht's. An der Seite. Über den Felsen. Okay. Hier so ein paar Blackberries. Naja, hier. Tatsächlich. Und Flachs. Und Schafgarbe. Genau. 99 Meter? Nee, das ist irgendwie nicht ganz die Richtung, wo das pulsiert. Also, das ist aber nah beieinander. Das ist natürlich die Ruine davor. Sind die feindlich? Die sehen mir nicht feindlich aus. Ja, wir können mal hingucken. Weg, wir gucken mal hin. Aber ihr geht zuerst dran. Und die sind, oder? Doch, die sind feindlich. Ja, klar. Oh. Einer ist down. Alles bist du. Down. Okay, die zergehen ja direkt. Leder habe ich jetzt gefunden. Ja, ich auch. Was habe ich hier gefunden? Hide Strips. Was ist das? Created from Hide at the Hunter Stage. It is used crafted building recipes. Okay. Sorry, ah, jetzt können wir Schwerter herstellen. Okay. Und Ambrosia haben wir wieder gehabt. Ich hatte vorher gesagt, dass die mich angegriffen haben. Aber egal. Ich war gemutet. Entschuldigung. Okay. Der eine hat mich ja mit so einem Kristall abgeworfen. Der hat mich dadurch verlangsamt. Aha. Okay. So, was kann man hier machen? Restore steht hier. Was? Soll die Statue irgendwie wieder herstellen, oder? Ja. Ja, dann machen wir die mal sauber. Ja, geht ja nicht. Ich drück ja schon E. Man sieht ja nichts. Ja. Oh, warte. Wir haben doch in unserem Crafting-Menü so ein Repair Cordage. Ein was haben wir? Used to repair one piece of equipment, restoring 100 points of durability. Ja, kannst du aber nur das her wieder reparieren, was da. Moment. Ja, das ist consumable, okay. Wo habt ihr das gefunden? Unter Crafting. Repair Cordage, unter Stamina Salve. Direkt da drunter. Das andere Crafting, das über den und Hammer. Flachs brauchst du dafür. Ah, Repair Cordage. Euch Harz für, aha. Genau. Naja, hat so eine Pinie hier etwa kein Harz? Also es war die heilige Pinie dieses Ortes hier, aber das wird der Gott schon nicht so schlimm finden. Oh. Oh. Ich hab sie jetzt komplett weggehackt, aber sie Oh doch, jetzt. Hier Raisin bekommen? Ja. Er fühlt sich dumm. So. Ich habe einen Resin. Ich auch, ja. Aber ich will das Holz natürlich auch mitnehmen hier. Ja. Ich habe auch einen Resin bekommen jetzt. Ja. So. Dann ich glaube, wir müssen hier irgendwie das hier Feuer reinlegen, glaube ich, hier auf diesem. Kann das sein? Das kann alles sein. Dass wir entzünden müssen? Wie nutze ich denn dieses ich mache Sachen jetzt Wir haben jetzt auch eine Quest Place of Power 1. Ja, richtig. Tribut müssen wir zahlen und die Statue wiederherstellen, genau. Das sieht fast so aus, als sollten wir das
Sollten wir der Swordless Statue ein Sword geben? Also ein Schwert. Moment mal, das hier ist eine Swordless Statue? Woher weißt du das? Wenn du auf den Quest Place of Power gehst, steht da Restore the Statue and Pay Tribute. Punkt 1, Swordless Statue Restored. Genau. Okay. Und dann ist es gut. Wir hatten doch am Hekate-Tempel hatten wir doch irgendwas bekommen mit Schwert. Ja, dass wir ein Schwert herstellen können, genau. Aber natürlich nicht ohne Schmiede. Ja, nicht ohne Schmiede. Aber machen wir das doch mal. Können wir eine Schmiede mittlerweile bauen? Keine Ahnung. Also, sag da mir jetzt nicht an. Utility. Butcher Block. Campfire. Was ist mit der Crafting Station? Ja. Vielleicht. Also Hunter Station und Craft Station sollten wir beides bauen. Wir haben da noch hinter den Schlössern ist noch Grindstone. Grindstone, ja. Oder Grindstone, das ist ein Schleifstein offensichtlich. Ja. Da können wir was schärfen. Und Tanning Rack, das ist ja so Häute trocknen für Ledersachen. Genau. Naja, an bestimmten Orten der Welt haben wir ja Sachen gefunden. Vielleicht sollten. War das jetzt mit den Fragezeichen? War das jetzt das jetzt irgendwie? Oder war das jetzt eher das mit den Lichtleuchtfeuern? Also das war das Fragezeichen hier, wo wir jetzt gerade sind. Okay. Aber das Leuchtfeuer ist ja weg. Das Leuchtfeuer ist ja hier. Da hinten ist eins. Moment. Langsam. Wer sieht hier in der Nähe, wo wir jetzt gerade sind? In die Richtung, die ich gerade gucke, da sehe ich diesen Strahl. Ja. Ich sehe da nichts. Zwischen den beiden Bäumen, zwischen der Tanne und der Pinie. Ja, guck gerne mal in den Stream. Ich sehe da gar keinen Strahl mehr. Ich sehe da auch. Also, ich sehe in Stream auch nichts. Ich sehe da aber. Guck mal weiter nach oben, also nach. Bei mir ist der nicht mehr da. Ja, bei mir schon. Ja, dann führt ihr mich mal hin. Also hier wäre wahrscheinlich so eine Art Weg, so wie das hier aussieht. Oder? Ja. Ihr führt mich mal zu der Stelle, wo das bei euch noch ist, weil ich sehe ja nichts mehr. Kann man jetzt eigentlich hier raufklettern? Geht das? Nee, hält sich ja nicht fest. Nee, klettern kann man bisher nicht. Vielleicht kommt das ja noch. Es ist gerade verschwunden. Aha. Ach, dann ist der Tempel von Hekate, kann das sein? Ja, ja. Das ist das nächstgelegene, was hier sein kann. Möglich. Hier guck mal, da unten mehr. Vor dem Tempel stehen auch drei Statuen. Stimmt. Oh, das gibt keinen Schaden. Danke, aha, dass du das rausgefunden hast. Ja, gerne geschehen. Ja. Also zurück zur Basis. Wir brauchen einen Bogen, wir brauchen ein Schwert und wir brauchen einen Speer. Die Frage ist halt, welche Art von Speer? Jetzt wird das halt dieser Strahl immer genau zu diesen Statuen führen, denke ich. Ich habe noch zwei Strahle, wenn ich Richtung Norden gucke, habe ich eine Richtung Nordwesten und eine Richtung Osten. Da habe ich noch zwei Strahle, sind aber relativ weit weg. Ich habe einen bei den Statuen. Du hast einen bei den Statuen. Das musst du näher ausführen. Was meinst du damit? Wenn ich wieder weiter weggehe, dann ist einer wieder ungefähr vor dem Hektate-Tempel. Ach so, jetzt kann es sein, dass ich das etwas jetzt ist. Gar keinen mehr. Jetzt sehe ich welche den Quest wieder. Hast du ausgewählt? Die gleiche wie ich. Wir haben doch nur eine Quest. Place of Power. Tempel von Hekate. Wir haben zwei Quests, Place of Power 1 und Temple of Hekate. Du hast noch Temple of Hekate. Okay. Ja, ich habe jetzt auch vorher schon diesen Strahl wieder gesehen, den ich vorhin nicht mehr gesehen habe. Der ist jetzt wieder dort, wo wir gerade hergekommen sind. Da hinten bei den Wächtern. Ja. Da pulsiert der jetzt wieder. Sind das vielleicht die drei Statuen, die wir irgendwie... Ja, das sind, denke ich auch, das sind die drei Statuen.
Dann lass uns doch mal gucken, was wir in der Basis bauen können. Vielleicht können wir ja eine Schmiede bauen oder irgendwelche Sachen und gucken mal. Wir haben ja so ein Rezept bekommen für einen besseren Speer. Was ist denn das hier für ein Stein? Das sieht so komisch aus. Und auch für ein Schwert, das müssen wir wahrscheinlich dann... Ja, ja, genau. Richtig. Aber die Frage ist, sind das nur irgendwelche Dekorspeere, die wir für die Statuen brauchen? Oder sind die Speere und das Schwert auch irgendwie besser für Dinge? Also für unsere Hand. Hier ist übrigens diese Wolfshöhle hier, wo ich gerade bin. Wo seid ihr eigentlich? Auf an der Basis. Zu unserer Basis. Ja, ihr seid ja viel zu schnell. Ich bin noch nicht da. Ich bin noch bei Gwirr quasi, also direkt hinter ihm. Aha. Da bist du gerade auch an unserer Wolfshöhle vorbeigelaufen. So, Keech hat schon alles gebaut, was wir brauchen, ne? Stimmt's? Nee. So. Lasst uns mal unseren Krempel ablegen. Ich habe ein bisschen ein paar Sachen dabei, die wir für die Dinger brauchen, die wir bauen sollen. Ich habe zum Beispiel hier, habe ich ein bisschen Heim. Erstmal hier, packen wir mal. Oh. Schon alles voll? Warte, aber kommen wir erst die andere. Hier, Heid habe ich, das brauchen wir. Okay, mehr als 100 geht gar nicht, oder was? Okay. 5 Heidstrips, die brauchen wir. Ja, siehst du, 5 haben wir noch bei Sun. Was ist das hier? Resin habe ich auch, falls wir Resin brauchen. Da, zack. Leather habe ich auch. Gelootet von irgendeinem armen Schwein. Wir brauchen 5 Heidstrips. Einer sollte sich das mal in die Tasche stecken. Gwür, steck dir das mal in die Tasche. Okay. 5 Heidstrips. 6 Heidstrips. Ich habe noch einen dazu gepackt. Ja, wir brauchen aber nur 5. Ja, 5 Heidstrips, ja. Was noch? 15 Thatch. 15 Thatch. Haben wir die hier irgendwo? Ja, ja, ich habe 100 reingeschmissen, da müssen welche sein. Ja. Okay. Haben wir. Dann, Knochen 5. Ich habe bisher 2. 5 habe ich, ja. Ja, habe ich. Ja, wunderbar. Und Softwood 10. Die sollte ich von alleine schon haben. Ja, so. Damit bauen wir. Nehmen wir den Hammer in die Hand. Dann so. Und dann bauen wir damit die Crafting Station, ne? Mhm. So. So, hier ist sie. Achso, jetzt muss ich das weitermachen hier. Achso, ihr habt ja auch Kadaver, ja. Was kann ich denn hier, craften? Ah ja, Giant Stone Bow, Giant Stone Spear, Giant Stone Sword. Das ist wirklich für die Statuen. Da haben wir die Rezepte. Für das Schwert brauchen wir einfach nur Stein. Das ist ja gar nicht schwer. Ich habe das Schwert. Den Speer kann ich auch. Wir brauchen für alles nur Stein. Mach mal alles 3. Ja. Ja. So, Gewicht haben wir ja nicht, also kann ich hier auch alle 3 tragen. Achso, wir können noch, was haben wir noch hier? Armor, Coating. Für das meiste brauchen wir Heiz. Simple Spare wäre toll, aber Heizstrips. Dieses Heizstrips. Wir bräuchten. Ja, sprich, frei wir aus. Bräuchten die Lever Crafts and Hunting Supplies, die Hunter Station. Ja, das wollte ich auch gerade vorschlagen. 10 Softwood. 2 Resin. 2 Resin, okay. 2 Resin haben wir doch. Flux. Ja, die hast du, glaube ich, in die Kiste gepackt. Ja. Ich glaube, den Rest hast du schon im Inventar. Mhm. So. Ich brauche das. Hunter Station. Ich pack das mal dahin. Da. Okay. So, was kann man jetzt da machen? Hide Bracers, das ist Handwickel. Ah, hier können wir auch eine Rüstung uns fertigen. Und Hide Strips können wir herstellen aus Pelz. Aus Pelz, ja. Überhaupt kein Problem, ich habe 5. So, dann hier mal die Kadaver wieder durchlaufen lassen. Ja, das tut auch noch Pelz, glaube ich. Habe ich noch irgendwas? Nee, es war's.
Okay, dann hier. Dann können wir ja zu dem einen zurückgehen, wo wir gerade waren, weil ich habe das Schwert jetzt dabei. Dann können wir das ja da reinstecken. Also an die Statue dranfummeln. Will sich jemand eine Rüstung machen? Wir haben noch 10 Pelz und vielleicht sollten wir auch noch ein paar Eber jagen, damit wir alle halt so viele Rüstung tragen können. Ja, sollten wir machen. Obwohl, den Pelz kriegen wir eher von Wölfen. Also, wir haben hier in unserer Nähe eine Höhle, da waren Wölfe. Ich nehme an, es ist eine Wolfshöhle. Die ist gar nicht weit weg. Könnten wir machen. Ich habe mir mal eine gemacht. Ja genau, damit du nicht so schnell umfällst, wenn du wieder zuerst reinrennst. Genau. Na dann, gehen wir doch mal dahin, oder? Mal ein paar Sachen abladen. Hier Knochen. Knochen. So. Lass uns mal zu den Wölfis gehen. Also Rüstung könnte ich mir auch noch herstellen. Wir haben, wir genug Material für Rüstung für alle, echt? Glaube ich nicht. Also, eine Rüstung habe ich nochmal hergestellt. Einmal halt. Genau. Und Gita hat sich vorhin auch eine hergestellt. Was braucht ihr dafür? Fünfmal. Fünf Pelze. Ja, ich habe nur 3 Pelze. In den Kisten haben wir keine mehr. Ja. Ich glaube, ich hätte noch Rüstung. Ja, kommt, jetzt holen wir uns mal ein bisschen Pelz. Jo. Ich führe euch mal zu der Wolfshöhle. Weg damit. So. Warte mal, ich. Seid ihr bei mir? Was macht denn ihr? Kriegt ihr mich allein in die Höhle oder was? Mit der Stream, was Stamina zu lachen hat. Ah ja, Stamina, ja, ja. Ja, Stamina ist echt ein Problem. Nee, ich wollte nur ein Ersatzspiel noch herstellen, damit ich hier nicht ohne Waffen dastehe. Vorne ist die Wolfshöhle. So. Ja. Wolfshöhle. Oh, es ist dunkel. Ich mache ja mal ein bisschen Licht hier, damit wenigstens irgendeiner was sieht. Wobei, hier unten ist Licht. Das sieht dann nicht so nach Wölfen aus. Am Eingang war ein Wolf von der Höhle. Aber wenn hier Licht brennt... Wollen wir nicht schleichen? Wenn hier Licht brennt... Nee, wir gehen ja wieder raus. Da sind wir, diese Kristalle. Da wissen wir genau, was passiert. Ich meine, geradeaus ist eine goldene Truhe. Ach, na, weil du es bist. Okay. Ach, ja. Nur Ambrosia. Flint Arrows hatte einer dabei. Ja, das habe ich auch schon eine ganze Packung von. Ja, aber lass uns hier rausgehen, denn hier gibt es keine Wölfe. Pelz können wir hier nicht gewinnen. Wir gehen mal so ein bisschen durch die Nacht. Tendenziell so ein bisschen in Richtung dieser ersten Statue, weil das Steinschwert haben wir ja. Und wenn uns ein Wolf über den Weg läuft, dann hat er Pech gehabt. Er wird sein Pelz als Rüstung dienen. Wir müssen jetzt da irgendwie... Ach, das war doch hier genau wieder die Stelle von vorhin. Diese komischen Wächter sind noch nicht wieder da. Sehr gut, dann können wir jetzt ja hier mal direkt das Steinschwert an die Statue packen. Und ja, der Lichtstrahl, der in den Himmel stieg, war direkt auf der Statue drauf. Ich habe es gerade gesehen.
Das heißt, dann wissen wir, wo die anderen beiden Statuen sind, indem wir da diesen... Einfach nur ein Questmarker dann wahrscheinlich. Ja, ja, genau. So, Restore Statue. Ah! Auf Ambrosia. Jetzt können wir, genau. Na, mach mal. Das ist ja kaputt gegangen, das waren wir gar nicht, ehrlich. Interact to gain heartful ability. Ability gain heartful, okay. Haben wir alles gekriegt, oder? You're immune to fall damage. Ah, melee attacks in the air. Perform a slam attack. Embrace und... Embrace the power one. Right, okay. Wo sehen wir denn da, was wir für Sachen haben? Ist bei Skills oder wo sehen wir das? Was wir gerade bekommen haben? Was ist denn das? Und da J okay. Und dann nochmal auf Skills. Ja. Dann zeigt das dir alles an. Nee, also. Ich meine, das, was wir gerade bekommen haben von der Statue. You're immune against irgendwas. Wo sehe ich das denn? Dass ich diesen Status-Effekt jetzt habe, dass ich das kann. Ist das jetzt für immer? Ist das jetzt... War das jetzt nur so... Für eine Weile? Ich sehe nicht mehr. Was hab's denn hier? Ach, mein Gott. Wo hast du das denn gesehen? Das ist aufgeploppt. Das ist aufgeploppt. Aber alles, was aufploppt, das geht ja wieder weg. Und ich möchte wissen, wenn es weggegangen ist, wo ich es mir nochmal angucken kann. Es kann auch nicht einfach auftauchen, weggehen und dann findest du es nie wieder. Du musst doch wissen, was du für Fähigkeiten, für Statuseffekte, für irgendwas hast, für Buffs. Das meine ich doch. Early Access? Ja, kann natürlich sein. Deswegen frage ich euch ja, vielleicht steht es ja irgendwo nicht. Ich sehe es einfach nicht. Mir zeigt ja die normalen Skills an, wie Lumberjack, Hunter, Forager, ja, das, Sword. Das macht er bei mir auch, aber das ist ja nicht das, was ich meine. Bei Character haben wir das auch nicht stehen. Das ist Inventar und da ist ja nur, genau, wie viel Leben und Movement Speed, ja. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt irgendwas. Ich habe jetzt Pelze? Ich habe 3 Pelze. Mit denen, die noch... Nee, Moment mal, ich hatte die ganze Zeit schon 3 Pelze. Ich hab 5 Pelze brauchtest du für die Rüstung. Ah, die Pelze kriege ich erst, wenn ich den Wolf zerlege. Kriege ich von jedem Wolf einen Pelz? Ist das sicher oder ist das unsicher? Das weiß ich nicht. Weil ich hab aber ich habe von Wölfen Pelze gekriegt. Ja, ja, aber ich habe 2 Wölfe jetzt gekillt. Ja. Dann reicht es ja vielleicht auch für eine Rüstung für mich. Haha. Ja. Gute Nacht, Marion. Gute Nacht. Ja, wenn wir mehr jagen, dann haben wir nicht nur die, also das Wams quasi, die Tunika, ja. Sondern auch noch Helm und Handschuhe, Stiefel. Genau. Ist mir klar, aber ich stürze mich ja schon mit geifernden Klauen, können gar nicht geifern, aber egal, mit geifernden Klauen stürze ich mich ja schon auf jeden Wolf, der meinen Weg kreuzt. Wie machst du es, dass deine Stamina immer so hoch ist? Bei mir? Ja, das fragt mich auch. Ich muss auch immer stehen bleiben, bis sie wieder voll ist. Ich habe einen Stamina-Trank getrunken. Da gibt's dann den Buff, dass das schneller steigt. Ja, sind doch die Brombeeren da? Ja, auf jeden Fall. Wo ist die Antwort? Was? Es ist noch ein bisschen linker Hand. Ja, genau da. Dann werde ich mal einen Wolf wegkirschnern oder 2. Hier sind irgendwo Wildschweine an unserer Basis, wenn ihr jagen möchtet. Wir brauchen echt mal eine Fackel. Ja, einfach. Ach, da. An die Wand bauen. Ach, da ist noch ein Wildschwein. Naja, die habe ich jetzt schlecht gesetzt, das gebe ich zu. Okay. Das habe ich sehr schlecht gesetzt, weil die leuchtet nach draußen. Ja, also.
erkenne ja das Problem. Ich mache das nochmal neu. Also, so, so. Genau. Weil mal das Wild auch nochmal hier drauflegen. So. Krieger. Das dauert aber allzu lange. Okay. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Licht hier. Hier Entrails haben wir jetzt bekommen. Ich hätte gerne das, den Pelz. Achso, ich muss die Wölfe noch drauflegen, oder? Okay, vor dem Reh habe ich auch einen Pelz bekommen. Na, da lag ja ein Wolf drauf von mir am Anfang. Wir hatten den Wolf weggelootet, während ich mit Fackeln gekämpft habe. Nee, ich habe jetzt nur ein Reh und ein Wildschwein draufgelegt gehabt. Ich ist in der Kiste. Gut. Ich hole Resin für eure Werkzeuge. So, da. Rüstung. Eine Hautrüstung. Ja, Craft. Wo ist die jetzt? Ach, der hat er gleich angezogen. Wie sah der denn vorher aus? Ach so, das, was dieses komische Nachthemd ist, ja, wenn man nackt ist quasi. Es gibt gar keine nackte Darstellung. Wenn man was anzieht, dann ist das halt direkt anders. Wir sehen jetzt hier, was macht diese Rüstung? 75 Armor, aha. Okay. Damage Reduction 15%. Oh, sehr gut. Wir kämpfen nicht mehr ungeschützt. Das finde ich gut. Du holst Resin für unsere Werkzeuge. Du meinst so ein Reparaturset oder was meinst du? Nein, ich hole keine Rosinen. Ich hole den Harz. Baumharz, genau. Ja, dann sag mir doch mal, wie man dieses Wort ausspricht auf Englisch. Resin. Resin, ah ja, gut. Und ja, für den simplen Speer und den simplen und das Simple Blade. Also das Schwert. Oder die Klinge. Brauchst du Resin. So. Das Karnickel war nicht schnell genug. Ja, jetzt geht die ganze Open World Survival Craft Grinderei halt los. Also peu à peu, weil wir müssen ja jetzt. Also jeder will alles haben und dann müssen wir was reparieren und so. Mhm. Müssen wir jetzt anfangen, Sachen zu bevorraten. Ja. Ja, weißt du, dass wir kein Problem mit Grinden haben? Das wäre mir schon dann und wann mal aufgefallen, das stimmt. Aber wir machen jetzt nur noch diese Episode hier heute. Wollen wir jetzt mal so wagemutig sein, einfach zu sagen, wir rennen jetzt einfach zu diesen anderen beiden Leuchtfeuern hin und pappen dort die Waffen dran. Ja, Den Speer. Ja? Wenn sich jeder von euch mindestens einen simplen Speer oder eine simple Klinge gemacht hat, dafür haben wir das Resin zusammen, glaube ich. Genau. Ich jetzt den Baumstumpf mal hier noch mitnehmen. Ja, kann man das nochmal machen, als war hier hinten an der anderen. An der Crafting Station. Ja. Simple. Ein bisschen Resin müsste ich auch noch bekommen haben. Der braucht doch gar keinen Resin. Der simple Speer? Braucht keinen? Holz, okay, und das Feuerstein und Hautstreifen. Dann war es das Blade, was das braucht. Ich habe jetzt wieder welches in die Kiste getan. Wenn du das neu öffnest, kannst du, glaube ich, wieder. 30 Piercing Damage und der, den ich habe momentan, macht 20. Ja, ja, das ist natürlich ein Argument. Aber du, die Reparatursachen, das war ja was Harz und was war das noch? Hier die Reparaturpfeiler, du weißt schon. Ach so, Harz und Flachs. Harz und Flachs, weil wenn das Ding kaputt geht, dann, ne, also dann den Resin kannst du wieder mitnehmen. Auf Tasche haben. Weil ich habe Flachs auf Tasche.
Dann können wir unterwegs auch was machen, damit jemand sich was reparieren kann. Okay. Hat jetzt jemand mir den Resin aus der Kiste rausgenommen? Ich nicht. Ich habe welchen reingetan. Ah, da. Dann nimm dir davon mal die Hälfte mit. Ich habe dir 6 drin gelassen. Und du hast dir deine Ledertunika gemacht, ja? Ja. Ich bin bereit aufzubrechen zu den beiden Sachen, weil das... Achso, eh hell. Komm, das ist aufbrechen. Das ist noch ein Stück, bis wir dahin sind. Dann ist es nicht so leicht. Dann haben wir einen schönen Episodenabschluss. Alles klar. Ich wollte noch ein bisschen Blödsinn aus meinem Inventar loswerden. Indem ich noch eine Kiste baue. Das verstehe ich. Und da... Also Knochen und so Zeug. Ja, okay. Ja, Knochen tue ich weg. Die Hirnanhangdrüse tue ich weg. Ich möchte nicht mit einer Hirnanhangdrüse in einem kleinen Säckchen durch die Gegend laufen. So, ach, das reicht jetzt, komm. Wir gehen jetzt hier Statuen reparieren. Hast du dir gerade einen Bogen gebaut? Ich habe erst einen Bogen gemacht, ja, genau. Cool. Bitte macht euch einen Stamina-Trank, den blauen. Und weil ich einen Speer nicht mehr herstellen konnte, weil wir nicht mehr genug Flintstone hatten. Oh, wir hatten nicht mehr genug Flintstone. Und also zwei noch in der Kiste, aber das reicht ja nicht. Wir brauchen ja 3, glaube. Hört mir jemand zu? Ja. Ja. Was habe ich gesagt? Bitte macht euch einen Stamina-Trank und nutzt den. Genau, bevor wir loslaufen. Ja, ich habe 3 Stamina-Tränke. Ja, dann nutzt die, also nimm die auch, bevor du losläufst, weil das hilft beim Laufen. So, seid ihr soweit? Wir trinken. Ja. Gut. Wir gehen erstmal die Richtung von beiden. Welcher näher ist, kann ich nicht beurteilen. Aber die sind ja alle in Richtung Norden bzw. Osten. Ich würde jetzt erstmal tendenziell den im Norden ansteuern. Da ist ja da hinten in diesem Wald. Oder hinter dem Wald. Also der linke von diesen beiden Leuchtfeuern. Das rechte müsste übrigens verschwunden sein. Also das dritte, meine ich. Da, wo wir die Statue kaputt gemacht haben, da gibt es jetzt kein Leuchtfeuer mehr. Okay, der hält ja wirklich lange, der Stamina-Trank, 10 Minuten. Ja, eben, das, da kann man dann mit weniger Pausen länger laufen. Kann man durchschwimmen? Ja. Okay, das ist natürlich jetzt wieder gefährlich. Aber es ist ja kürzer. Ja. Sprich frei heraus. Mein Leben war gar nicht mehr so hoch. Nee, ich mein's auch nicht voll. Habt ihr was zu essen dabei, dass ihr nebenbei hochheilt? Mhm. Also, ich muss Filzstoff mitnehmen hier. Dann tut das mal. Also, ich habe gerade beide Buffs am Laufen: Heilung und. Ja, ich auch. Ausdauerregeneration. Aber es war halt beim Drittel, jetzt ist aber wieder bald. Fast voll. So, ich gebe jetzt auch beide Buffs am Laufen. So, wo ist denn jetzt... Okay, das ist die richtige Richtung hier. Schafgarbe, ganz wichtig. Ja. Okay, 160 reichen. So viel brauchen wir der Episode auf keinen Fall. So, wo war denn jetzt hier? Und aus dem Wald rausgehen, Richtung Norden, aus dem Wald raus. Okay, und dann... Rein. Ah ja, da ist er wieder. Seid ihr hinter mir? Ja, sehr gut. Ja. So, das ist ja irgendwie auf dem Berg. Oder, tja, wie, also auf dem Felsen, hinter dem Felsen.
Da wir nicht klettern können, müssen wir jetzt einen Weg finden, wie wir da hinkommen überhaupt. Da ist ein Wildschwein, Achtung. Und schon tot. So. Das ist doch das nächste Ding da bestimmt. Diese drei Wächter. Und ja, hauen wir mal die Wächter um. Gucken wir mal, ob da jetzt die nächste Statue ist. Okay, die haben keine. Doch, die haben einen Samurai wieder dabei. Tara, kommst du klar? Oh, ach, da waren noch welche. Ich dachte, ihr seid schon fertig. Wir haben unseren Bogenschützen alleine gelassen. Bogenstufe 2. Okay. Gut, die Missionskritik ist angekommen. Was ist das hier? Discovered Place of Power 3. Ich hätte vielleicht nicht direkt das Feuer öffnen sollen. Da ist noch mal einer. Schieß gerne aus dem Hinterhalt auf den Typen drauf. Das ist bestimmt wieder ein Gegner. Das sind zwei das mindestens. Sind drei. Oder drei. Drei. Ja. Wow, der war gut. Damit können wir arbeiten. Sehr gut. Okay. Jo. Dann mache ich dir mal ein paar Pfeile nochmal her. Ich habe keine Federn. Okay, das ist schlecht. Da war ein bisschen Gold. Was drin. Für was brauchst du? Ich kann Federn auf jeden Fall. Also ich habe hier noch 10 Flint Arrows, die ich gelootet habe. Willst du die nehmen? Ja, gib her. Ja. Ich würde jetzt hier der Statue den Bogen geben. Ich glaube, die braucht einen Bogen, so wie die aussieht. Und will ich die nicht? Ach, dahin. Da sehe ja, ich nicht. Gib der Statue was auch immer. Okay, also dann. Haben wir Ambrosia dabei? Ja, habe ich. Place of Power 3, okay. Was bekommen wir jetzt? Keine Ahnung. Jump in the air to enter, exit, glide. Hold to ascend while gliding. Was nochmal? Jump in the air to enter, exit, glide. Hold to was? Ascend. Ich bin hier oben. Aber es geht auf die Ausdauer und dann fällt. Nee, Fallschaden haben wir ja nicht mehr. Stimmt's? Warte mal, ich lass mich auf die Schnauze fallen. Achtung. Stimmt. Okay. So viel zum Thema der einen negativen Rezension, die wir am Anfang gelesen haben. Man kann ja gar nicht klettern. Ja, du kannst drüber gleiten. Da musst du nicht klettern. Okay, brauchst du Ausdauer. Ja, gut. Ja, aber da kannst du ja Brombeeren für essen. Oh, du weißt aber, was es heißt, wenn das so einfach ist. Ja, die Gegner überall oben drauf gucken müssen. Ja, jetzt. Vorher ging's ja nicht. So, lass uns doch den letzten ansteuern in der Episode. Der ist in Richtung Osten, Südosten so von mir aus jetzt gesehen. Ich folge dir einfach. Das hier war ja der dritte, wir hätten erst zu dem anderen gehen müssen. Vielleicht haben wir jetzt irgendwie einen kleinen Vorteil. Mal gucken. Eigentlich müssten wir doch jetzt hier ein bisschen geradeaus lang segeln. Und dann werde ich jetzt hier... Ist die Ausdauer alles. Ja, und dann lande ich aber sanft. Ja. Ich frage mich halt, ob das jetzt etwas ist, was hier irgendwie... Was wir jetzt lange haben? Oder etwas, oder das... ob wir das erstmal nur für Tutorial Island haben. Richtig, richtig. Weil wir sind ja auf der Island auf du weißt schon was, ne? Auf der Island des Arrival. Also Ankunftsinsel, genau. Das heißt, das muss ja alles nicht so bleiben. Genau. Wenn wir dann auf die richtige Festland kommen. So, wo sind jetzt da? Okay. Okay, ich sehe schon die drei Wächter. Ja, meine Stamina war zu niedrig, um hier zu fliegen. Wir haben jetzt mächtig Zeit gespart, dadurch, dass wir jetzt nicht rumlaufen mussten. Ja, kann ich ja den ersten Schuss wieder abgeben? Ja, klar.
Du machst ja da ordentlich Schaden. Das ist ja Place of ich Power 2. Ich sehe die grad auch gar nicht. Die sind so, da... Bisschen also da, wo, näher muss ich noch. Ja, ja. Discover, okay. Ausdauer regenerieren. Kannst du bis dahin den schießen? Meinst du das echt? Ich könnte es da, da sind die. Ja, da ganz hier, also hinter der Ruine, da auf diesem Platz, auf der freien Fläche. Okay. Kann es sein, dass ein Pfeil weiterfliegt, wenn du das Bogenschießen trainierst? Weil, also ich hätte geschworen, dass ich das der nicht hinbekommen hätte. Okay. Ihr habt ja erledigt. Okay. Ach, da noch einer, okay. So, waren das alle? Die Truhe jetzt hier noch mitnehmen. Ja. Jetzt können wir mal besser das Schild herstellen. Erstmal Truhe. Alle? Ja. Goldmünzen, gut. Dann ist das das. Die Statue will ja den Speer haben, oder dann soll sie ihn bekommen. Dann geht hier wieder der Sockel nach oben und wir können wieder Ambrosia opfern. Was kriegen wir jetzt? Okay, das war besser vor 2. Interact. Dash. Dodge in the air to perform a dash. Dodge ah, in the Moment. Air? Dodge in the air to perform. Aber dodgen ist doch eher so hier das, also diese Rolle rückwärts hier. Ach so, du kannst, wenn du in der Luft bist, kannst du die Steuerungstaste drücken, dann machst du so ein ja. So einen Schuss nach vorn. Was? Das kann aber auch sein, dass wir dann fliegende Gegner haben. Weil das spricht jetzt einiges dafür, dass du so eine Harpühe hast oder irgendwas, die dann rumflattert und dann, ne? Musst du ihr in der Luft ausweichen. Bei einem Nahkämpfer, der nicht fliegen kann, kannst du. Der kann ja eh nichts tun, wenn du über ihm bist. Kann ja nur ein Fernkämpfer dich treffen, maximal. Was sagt denn die Quest jetzt überhaupt? Tempel. Ich habe jetzt nur noch Tempel auf Hekate. Ja. Müssen wir ich da jetzt auch wieder... Nur die Hekate-Tempel, mehr habe ich jetzt nicht mehr, nee. Können wir jetzt da die Tür öffnen? Das hieß doch bei der Tempel von Hekate-Tür 0 von 3 Power Places. Den genau. Haben wir doch jetzt. Tempel, du hast doch die noch zu öffnen. Ja, müssen okay. Wir öffnen. So, genau, wir das? Finally meet complete Place of Power 1, 2 and 3 to unlock the sealed bearing entry. Ja, wir müssen jetzt dahin können. Ist das jetzt das Fragezeichen, wenn ich das die Quest ausgewählt habe? In 180 Metern ist es das oder ist es was das ist wieder was anderes? 215 Meter bei mir, aber ja. Ja, aber ich bin noch ein bisschen vor dir. Jo. Achso, ich muss noch wieder so einen Brombeertrank trinken. Das ist, glaube ich, jetzt schon wieder aus, die Wirkung. Ja. Also. So. Oh. Da können wir besser fliegen. Also war das da. Hä, aber die Richtung Strand, das stimmt doch überhaupt nicht. Nee, wo ist denn das mit der Quest? Doch, wir gucken grob in die richtige Richtung. Wenn du die Map öffnest von unserem Haus aus, das erste Symbol rechts. Das erste Symbol links, meinst du? Ja, das war das große Tor. Ja, war rechts, das, ja. Rechts vom Südsymbol. Da müssen wir hin. Rechts von unserem Haus. Eins? Genau. Okay, ja, eins rechts von unserem Haus. Ja, okay. Ja. Genau, gut. Dann ist das ja von uns aus gesehen Richtung Südwesten, ne? Das mit dem Fliegen habe ich überhaupt nicht erwartet. Bin überrascht. Nee. Da habe ich auch nicht mit gerechnet. Nee, überhaupt nicht. Boah, das Dashen ist aber noch schneller. Ja, aber das macht mich auch ein bisschen misstrauisch, was es auf der Hauptinsel, auf dem Hauptkontinent dafür für Gegner gibt. Wenn du so viele Fähigkeiten an die Hand bekommst. Im Tutorial. Ja,
im Tutorial. Ja. Dann müssen die Gegner ja auch was drauf haben. Ups, hier stehen welche. Ja, ja. Oh. Warum seid ihr denn so aggressiv uns gegenüber? Okay, wollen wir doch hier noch lang? Ich muss doch mal schnell einen Heiltrank trinken. Das war knapp. Ach, jetzt sind alles hier. Ah, jetzt bist du. Ach, das war die erste Stelle hier. Das ist ja dann der Hekate-Tempel, ist ja dann hier hinter dem. Hinter dem Felsen. Also, müssen wir das ja dann doch respawnen, Gegner. Ja, ich weiß gar nicht. Nee, es kann sein, dass wir die unten gar nicht besiegt hatten. Also, wir sind ja von oben hier hingelaufen zu dem Typen mit dem Schwert. Da unten, wo wir die gerade. Genau. Da sind wir ja nie gewesen. Es kann sein, dass sie immer schon da standen und gar nicht respawned sind. Stimmt. So. Hier, da ist er. In voller Pracht. Oh, gib mir keinen Fallschaden. So. Jetzt sagt Hekate, hey, ihr habt meine Mächte, die ich euch gegeben habe, gebraucht. Ihr müsst jetzt die nächsten 1000 Jahre eure Seele an mich verpfänden oder irgendwas ja. Fieses kommt jetzt. Ja. So. Können wir das aufmachen? Seid ihr alle da? Ja. Wir können sie aufmachen. Collect Ambrosia. Ich mag zwei Kisten. Ja. Wir sollen Ambrosia-Kristalle. Sind das die in der Höhle, die wir da, wo wir das den Ärger hatten? Ambrosia ist ja lila. Neue Rezepte. Tanning Rack. Hier war Gold. Lederrüstungen. Aha. Nochmal Gold. Gold. Lederhelm und Leder-Chestplate. Eine einfache Spitzhacke und das Grindstone-Rezept. Ja, bessere Rüstung können wir jetzt craften. Ja. Ja, jetzt geht es richtig los. Ja, glaube ich auch. Oh! 400 Ambrosia, das brauchen wir. 50 Knochen. Da haben wir, glaube ich, noch ein paar. Softwood, Ambrosia-Kristalle. Ja, die Ambrosia-Kristalle. Ach, für das Portal. Ja. Für das Portal brauchen wir das, okay. Ach so, um die Insel zu verlassen. Ach so. Ja. Na, verstehe. Aber erstmal 20 Kristalle. Mhm. Okay. Ja, ich würde hier aber die Episode beenden. Wir gehen mal zur Basis zurück. Dann haben wir wieder so eine reichliche Dreiviertelstunde voll. Ihr könnt mir mal so euren Eindruck schildern. Keychain Terra. Sehr gefällt mir recht gut. Wenn du mich nicht aufhältst, spiele ich das die ganze Nacht. Ich halte dich nicht auf. Gearplay machen wir davon ja erst, wenn das reifer ist. Oder gar released, ne? Ja, aber willst du es dann allein spielen, oder? Na, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt wüsste, wie gut sich das klickt auf YouTube, dann würde ich jetzt überlegen, ob wir noch ein bisschen weitermachen bei einem der nächsten Streamtermine. Aber Live-Level ab. Das weiß ich ja nicht. Buffy, musst du gerade sagen, dass ich auch schlafen soll? Genau, das sagte echt die Richtige. Die Grinding Ladies vor dem Herrn hier. Also rein theoretisch. Morgen wollte ich ja eigentlich nicht streamen, aber ich könnte ja streamen. KJ, aber du bist überhaupt freitags, bist du, glaube ich, belegt, oder? Mit irgendwas? Bin morgen ab 12 auf einer LabCon wieder. Ah ja, okay, dann passt das nicht. Und Sonntag? Sonntagabend Stream? Moment, ich check mal meinen Kalender. Also, ihr seht schon, liebe Zuschauer, wenn wir jetzt solche Fragen stellen, dann hat es uns durchaus gefallen. Wir sind zumindest neugierig, was jetzt passiert, wenn wir den Rest der Insel erkunden, dann Portal bauen, auf das Festland drüber jetten oder hier transversalisieren und dort da mal zu gucken, was da für Gegner sind, die uns auf die Schnauze hauen wollen, weil... Ne? Sonntagabend ist machbar. Ja, na gut. Terra, Sonntagabend... Wie ist das bei dir?
Sonntag sollte kein Problem sein. Dann haben wir doch unser Streaming-Programm für Sonntagabend gefunden. Ne? Dann machen wir halt nicht weiter mit was auch immer, sondern machen hier noch, noch einen Streaming-Abend. So drei Episoden schaffen wir da locker. Und gucken wir mal, wie weit wir kommen und ob wir dann schon irgendwie inhaltliche Grenzen sehen oder wie wir dann der Meinung sind, wie wir das Spiel dann finden. Das heißt, ihr spielt bitte nicht weiter, ihr beiden, bis dahin. Okay. Das machen wir dann gemeinsam am Sonntag. Dann besorgen wir die Mana, diese Ambrosia-Kristalle und erkunden dann die anderen Sachen hier auf der Insel und machen dann das Portal auf. Ist immer auch um einiges schneller, grinden ein bisschen. Also, was ihr machen könnt, ihr könnt Sachen grinden. Klar, also, wenn ihr jetzt jemand von euch Bock hat, jetzt partout Wölfe zu jagen, um Pelze zu holen, damit wir uns eine bessere Rüstung machen können oder sowas. Das könnt ihr natürlich machen. Schildstone sammeln. Ja, das könnt ihr machen. Extra haben können. Das könnt ihr machen. Halt, halt nur nicht in unbekannte Bereiche reinlaufen und die Quests nicht weitermachen. Nee. Ansonsten. Das könnte sein, dass dann ein paar Kisten mehr hier stehen. ich kenne das aus Grounded, ich weiß es noch. Wenn ich hier wieder einlogge, dann haben wir hier so einen Marmortempel als statt so eine Bambushütte. Wenn das überhaupt geht, ohne dass du es hostest. Ich glaub, stimmt, das geht nicht. Richtig, weil da bei Grounded wart ihr mit die Owner vom Spiel. Aber ja, dann ist halt Pech, dann geht es halt nur so. Nun gut, ich würde jetzt hiermit die Episode beenden wollen. Also mir hat es durchaus Spaß gemacht. Man merkt, das Spiel ist noch nicht ganz reif. Wir haben kein Intro und wir haben keine Handlung. Wer sind wir? Was wollen wir hier? Was ist so das Ziel? Wir sehen alle gleich aus. Ne? Das ist natürlich auch ein bisschen irritierend. Aber so die ganzen Mechaniken hier sind schon da. Und hat sich schon ein Schwert hergestellt. Passen. Ich habe mir vorhin ein Schwert hergestellt. So. Ja, ihr solltet euch vor mir auslocken, denke ich, sicherheitshalber. Weil ich der Host bin. Nicht, dass da irgendwas in die Hose geht, gerade bei dem Early Access Titel. Ja, Terra, bitte auch auslocken. Dann speichere ich mal. Und damit wäre dann diese Episode, die dritte hier in diesem Zuge des ersten Angespiels, zu Ende. Wir machen noch ein bisschen weiter, uns hat es Spaß gemacht. Und wie es hier auf dieser Insel der Ankunft weitergeht, ob wir es aufs Festland rüber schaffen, das sehen wir ab dem nächsten Teil. Bis dahin.